Schützenhaus. Jetzt muss ich mal wieder da rausgucken, nach dir. Ich schaue so lang zu, die Tiere sind verschlossen. Kein Training mehr, kein Stammtisch mehr. Alles ganz verlassen. Aber vielleicht wird es auch bald mal wieder anders. Wollen wir mal sehen. Kommt mir alles vor wie im Dornröschenschlaf. Ja, aber jetzt gehe ich rein und lasse mal wieder ein paar Sonnenstrahlen rein in das Haus. Ich ziehe einfach jetzt einmal die Rollläden auf und lasse frische Luft rein. Jetzt werden wir mal sehen. Ja, ja. So, also. Was ist denn das? Gesangverein Hausen e.K. nominiert für die Masken-Challenge den Schützenverein Hausen e.K. Ja, du liebe Zeit, jetzt kommen wir da auch dran. Ja, du redest auch, ich kann doch nicht mehr. Dann muss ich gucken, dass die anderen herkommen. Also ich kann das nicht. Also, ich hau zum Glück mein Schrotflint dabei, dann schieße ich da jetzt einmal in die Luft. Dass ich die Schrotflinte dabei habe. Hoffentlich tut sie auch recht laut. Da gebe ich jetzt gleich mal zwei Schuss ab. Dass die schnell da rauskommen, die Kerle. Ja, ich glaube, ich schieße nochmal. Ja, jetzt hoffe ich noch, dass der Lambert und Storle das auch gehört haben und die schnell da rauskommen. Also. Leider nicht, es ist schon so spät. Jetzt muss ich aber noch gucken, dass ich einkaufen komme. Yes, ja, was ist denn das? Da schaust man ja. Oh je, das muss ich gleich im Lambert sagen. Ja, mein bloß! Da raus habe ich ja wieder Kaffee einkaufen. Dann die Kaffee da draußen zweimal geschießen. Das kann auch der Josef sein. Ich glaube, da sollte man mal zu Hause in Schützenhaus noch mal gucken, was los ist. Na ja, dann gucke ich mal. Dann kannst du schon einkaufen, dann nehme ich das Motorrad. Angler. Heide, heide. Mitten in der Nacht.
Ja, einmal frei, dass ihr mit euren Rittmaschinen so schnell gekommen sind. Ja, was ist denn los? Wir sind ja da hochgeschossen wie Kugel aus dem Blau. Ja, wieso hast du geschossen? Was ist los? Oh je. Also, es ist ja eine schöne Sache, aber das kann ich nicht machen. Ich bin ganz verzweifelt, das kann ich nicht machen. Da müsst ihr alle mal mit reinkommen, das schwätzen wir denen in der Wirtschaft. Also gut. Ja? Gucken wir es aus. Ah, und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Alles klar. Ja, okay. Okay. Gleich mal. Ja, alles klar. Kommen wir rein. Ich will gar nicht lange kommen, Schwätzer. Wegen dem habe ich geschossen. Oh je. Was für ein Challenge. Der Gesamtverein Hausen im Kittertal nominiert die Masken-Challenge dem Schützenverein Hausen. Ja. Und ich habe mir gar nicht so weit reingeguckt. Außer Aufgabe, das haben wir vielleicht schon mitgekriegt, vom anderen Verein, ist der von mir eine Maske machen. Und zwar mit dem Inhalt, was dort drin ist. Mhm. Ich fange mal mit dem Schwierigsten an. Beim schützenfreien Trinker, wir trinken doch keinen Alkohol. Also, da könnte man ja vielleicht eine Maske draus machen. Da ist ein Sotter. Da hebt man. Das muss Ursel sein. Der Frankonia. Und ich denke mal, das muss der Krawatt vom Erwin sein. Ja, also, jetzt wissen wir es, wieso ich so dringend geschossen habe. Aha. Ich kann das Unmögliche noch machen. Näher kann ich sowieso gar nicht. Ja, wann wohnt ihr? Wer kann die Maske näher? Oh je. Oh je. Ich ja, jetzt passet auf, jetzt habe ich mir so gedacht, wenn wir jetzt einfach das jetzt selber machen können, wir haben ja Gott sei Dank in der Stadt Bullerdingen eine große Firma, mal eine Maske herstellen kann. Dann wären wir aus dem Schneider, hätte eine wunderschöne Maske, wisst ihr noch ein bisschen was dazu da und dann werde ich... Aber Einspruch, als Kassier muss ich natürlich sagen, wenn wir zum Unternehmer gegangen, zu dem größten Unternehmer in Bullerdingen in Sache Textilien, glaube ich, dass es nichts kostet. Und ich sage aus der Kassenlage heraus, wie ein Schor, kostet ja nichts. Oh. So machen wir alles. Joachim. Dann lass uns das mal aber. Nichts kostet. Also, aber nicht andere Möglichkeit. Weiß man mal was. Na, ich kenne jemanden. Du kennst jemanden? Ja. Was nichts kostet denn? Genau. Was haltet ihr davon, wenn man da die Gartot fragt? Hey, das ist ja toll. Dein Vorschlag ist super gut, aber ich möchte an dich nicht fragen. Weil Die Gartot hat da schon so viel Fallen da. Also tut sie vorhin Wäscher und Wäscher putzen. Oh, das ist doch gar kein Problem, die kenne ich doch gut. Das ist immer der nächste Schruf sauber. Einwandfrei, das ist ja top. Auli, das ist natürlich ein Wort. Vielen Dank, wenn du das ins Land nimmst. Also bei dir seid ihr gut bestimmt, ich meine das. Nein, das ist auch Kastellin. Ja, das ist ja, also.
Ja, hallo Gertrud. Hallo Armin. Wir sind nominiert worden für die Maske Challenge. Und da ist unsere Idee gekommen, dass du uns helfen kannst, die Maske zu nehmen, weil du so gut nähen kannst. Und weil wir uns ja schon sehr lange kennen, seit Sandkasten. Ja. Hättest du Lust? Ja, okay. Ich denke, ich bringe das auch hin. Ja. Da jetzt haben wir die, was im Koffer drin steckt. Da haben wir jetzt die Einzelne, das zeigen wir da. Ja. Und dann kannst du mal gucken. Und aus den Teilen müssen wir halt was zusammen basteln. Okay, ich denke, das bringen wir hin. Ja. Also gut, dann komm mal rein, Armin. Okay. Schauen wir uns den Koffer an. Hallo Gertrud. Hi, Antje. Na? Na, gehört, wir sind nominiert. Ja? Vom Gesangverein. Unser Armin müsste der Koffer brauchen. Genau, den hat er. Oder ist der schon da? Den habe ich eben gebraucht. Okay, es hätte dir meine Unterstützung anbieten. Oh, super. Oder? Ja, die hätten wir gerne annehmen. Das können wir gut gebrauchen. Also, ne? Alles klar. Dann gehen wir ran. Jawohl. An den Koffer. Dann gucken wir mal, was da in dem Koffer drin ist. Ja. Oh, was Rotes oder Lilanes. Schal. Okay. Mit Glitzer. Toll. Oh. Noch eine Krawatte. Ja. Noch einmal was. Bluse. Okay. Ah, jetzt wird es interessant. Ein Römer. Ein Glas kann man immer brauchen. Ja. Was? Eine Betriebsanleitung. Ah, ne, vom Gesamtverein. Okay. Was ist denn das? Ah, wichtigste, der Impfstoff. Ah. Da impfen wir uns erst einmal. Auf jeden Fall. Ich kann auch immer gleich. Dann probieren wir mal. Jawohl. Also. Gesundheit. Auf Gesundheit und auf die Maske. Auf, ja. Ah, der wirkt schon. Die Gertrud kommt gar nicht bei. Gertrud, bist du nicht bald fertig? Doch, komm gleich. Gott, nimm mir nach, ich komm gleich. Ah, gut, wir wollen nämlich mal sehen, was du gezaubert hast. Da ist es. Fertig. Alexa, Marsch, ist ein gut aus. Ja, ich finde, ich bin richtig stolz auf mich jetzt. Also, ich probiere mal gleich mal an. Probieren wir. So, also, jetzt haben wir sie uns übergezogen. Also, und was meinst du? Passt. Können wir so springen? Richtig Maß geschneidert. Können wir so springen, ja? So, können wir springen, ja. Also klar, alles. Dann wird dieses Projekt, würde ich sagen, Projekt Nähen abgeschlossen. So, da werden wir jetzt halt mal hergehen und für die Drachenflieger, die als nächstes nominiert sind, das Käferle packen. Gucken wir mal, was wir für die haben. Er könnte mir ruhig helfen, ihr zwei. Okay. Also, wir können auch behilflich sein. Vom Schützenverein, man braucht eine Zielscheibe. Ich brauche ja. Aha. So. Na, was ist das? Patrone. Patrone. Genau. Okay. Das ist Treffer. Ja, und für was braucht man dann die Schnur? Ja, wenn. Eine Kordel braucht man immer. Gut. Schützenfuß. Ein Taschenmesser und eine Kordel braucht man immer. Genau. Und das auch. Impfstoffe. Nicht verdorsten. Gräse noch eine Kleinigkeit. Schützenhauszeitung. Die Schützenhauszeitung, jawohl. Dass sie wissen, von wem das ist. Für Großwild brauchen sie noch ein Patron. Ja, unser Wappen. Unser Wappen. Ah, ja. Edler. Und dann brauchen sie noch einen edlen Stoff für ihre Maske. Genau. So. Nicht vergessen, eine letzte Patrone. Ah, wenn der Flau auf Elefantenjagd geht, kriegt er noch ein super Patron. Okay, dann haben wir es. So, ihr Gleitschirmflieger. Wir sind fertig. Jetzt lege ich den Koffer da her. Und da werden wir auch sicherlich finden. Und dann machen die ihre schöne Maske. Also viel Spaß. Wir hoffen, unser Beitrag hat euch gefallen. Uns hat es Spaß gemacht, den Schützenverein Hausen zu präsentieren. Ja, wir bedanken uns beim Gesangverein von Hausen für die Nominierung.
bei Herrn Bürgermeister Licht für die tolle Idee der Masken-Challenge. Ja, und beim Gleitschirmfliegerverein aus Hausen, dem wünschen wir viel Spaß und Erfolg bei seiner Präsentation. Bleibt alle gesund!